Um den Schutz der KI auszuschalten, sollen wir drei Orte sabotieren, damit Christina Cromwell die Dateien der KI herunterladen kann. Ich befinde mich hier bereits mit meinem Team am ersten dieser Orte, und zwar die Campus Relay Station hier auf dem Sugarloaf Mount. Und ja, es gibt auch hier im Let's Play dieser Folge eine kleine Neuerung bzw. einen kleinen Test, und zwar... Hallo! Ja, das ist jetzt nur mal ein kleiner Test, auch nur für diese Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das gut findet mit Cam oder lieber ohne. Und ja, danach werde ich mich dann richten. Jetzt erstmal nur für diese Folge, vorerst, je nachdem wie eure Kommentare ausfallen, erstmal für diese Folge mit Cam. So, wie gesagt, wir sind bereits am ersten Ort in der Campus Relay Station. Die ist auch ziemlich heftig bewacht. Fliegende Drohne, Geschütztürme, einen ganzen Haufen Wachen sehe ich da. Scharfschützen. So. Ich hoffe, ich kann den wegsnacken. Also schnappen und dann einfach ins Gebüsch zerren. Das hört sich falsch an. Aber das hat ja nicht so gut geklappt. Die beiden, aber die werden vielleicht von der Drohne dann entdeckt. Ah, das ist ganz schön haarig. Haben wir Sonarsicht? Haben wir, sehr gut. Schleiche ich. Oh, scheiße, der eine kommt. Ja, in der Tat, verdammt. Ich weiß nicht, kommt der jetzt oder kommt der nicht? Der eine kommt. Der Scharfschütze da oben macht mir noch Sorgen. Hallo. Nix. Den direkt. Jawohl. Komm, das klappt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na toll. Na geil. Und tschüss. Nein, 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 nein. Nicht die Drohne, nicht die Drohne. Wow. Okay, geil. Finde ich gut. Dankeschön. Ich gehe mal in Deckung. Mal schauen wir einer an. So. Ich wollte eigentlich nach dem Generator gucken. Ja, hier. Feuer. Haben wir hier einen Generator? Haben wir einen Generator? Haben wir keinen? Nein, haben wir keinen. Da hinten Scharfschütze. Ich sehe keinen. Ah, da. Zack. Ah, fuck. Ich sehe halt gar nichts. Oh, wir haben schon wieder. Au, au, au. Ah, toll. Hätte ja einmal was Stealth klappen können. Wäre so schön gewesen. Vielleicht sollte ich mich mal heilen. Und? Keiner da, Mist. Beziehungsweise keiner sichtbar. Mir geht's gut. Gut, unsere Kameraden haben da hinten scheinbar alles im Griff. Du gehörst mir. Und du gehörst mir. Das ist ja wunderbar. Sehr schön. Da drin ist das, was wir so sabotieren sollen. Dann gehen wir da doch mal schauen. Eine Etage und da ist die Treppe. Was haben wir hier? Ah, nehmen wir mal einen Biwak. Einmal hacken, bitte. Prost. Und fertig gehackt. Jetzt das andere Rechenzentrum, das auf dem Foto abgebildet ist. Und das Foto finden wir hier. So. Achso, das war die Relaisstation, war gar nicht das Rechenzentrum. Jetzt müssen wir zum Rechenzentrum in Cape North. Das ist das einzige Gebäude, das nachts blau leuchtet. An dieser Position kann Cromwells Datenträger eingesetzt werden, um den Schutz der KI zu deaktivieren. Das hier ist Sugarloaf Mountain. Da sind wir gerade. Und jetzt ist natürlich gerade Tag. Können wir nicht sehen, was blau leuchtet. Aber ich finde das schon raus. Und dann sehen wir uns gleich beim Rechenzentrum. Bis gleich. Okay, das war sehr ermüdend.
Ich habe dieses Scheißteil da unten einfach nicht gefunden. Guckt euch das an. Ich habe hier so ziemlich alles an Orten aufgedeckt. Hier die ganzen interessanten Orte. Es war nur noch der hier übrig und der hier. Und dann habe ich mir den Heli hier vom Campus geschnappt, bin hier rüber geflogen und das war's zum Glück. Alter Schwede, ich habe es umgelogen. Ich glaube 20 Minuten dafür gebraucht. Aber wir sind da und jetzt können wir den Datenserver hacken. Und den anderen Ort, den dritten, den habe ich unterwegs auch schon gefunden. Also gibt es dort keine Sucherei mehr. Ein Schütze auf dem Dach. Ein toter Schütze auf dem Dach. So, schauen wir mal. Haben wir hier irgendwie einen Generator? Nein, aber ein Geschütz. Generator wäre mir lieber. Haben wir hier Scale-Credits und eine andere Kiste. Was gibt's hier so laut Karte? Oh, hier gibt's noch ein Visier. Will ich haben. Das ist da oben. Nice. Nehmen wir. Nehmen wir mit. Ganz klar. So, gut. Kommen wir dahin. Ganz einfach. Über die Leiter. Nö, 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 nö. Du hast gar nichts gesehen. Oh, er aber. Ein Schuss, ein Treffer. Den müssen wir wegschaffen. Schaffen. Hoffentlich werden wir diesmal nicht entdeckt, während wir den wegschaffen. Das wäre mir ganz lieb. Macht sich da an. Da läuft einer. Hab ich den hier in den Ort? Oh cool, ich kann noch dunkel machen. Keine Ahnung, ich leg den jetzt einfach mal hier hin. So, aber ich wollte auf das Dach. Da ist die Kiste mit dem Visier. Nice. Ich liebe es. Visier Long Range. Oh, hey. Shit. Ja, das kannst du laut sagen. Ich habe den Game Sound übrigens wieder ein bisschen hochgedreht und ich hoffe, jetzt endgültig laut genug ist. Weil viel lauter kann ich es nicht mehr reden, sonst hört man mich nicht mehr. Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil wäre, müsst ihr entscheiden. Guck's. Saubere Schüsse. Und leider hat er wieder mal einfach in die Third-Person-Ansicht geschaltet. Ich hasse das, dass er das manchmal macht, wenn man knapp um die Ecke kommt. Oh hey, haben wir so nah? Haben wir. Oh hey du. Nix. Nix hey. Oh, da oben habe ich gerade noch was gesehen. Ja, ich schalte einfach das Geschütz aus, ganz gut. Deaktivieren. Und jetzt wieder weg. Zack. Da unten. Oh, da gibt es Infos. Die schnappen wir uns noch. Und dann gehen wir runter. Ich habe eben gesehen, da unten waren zwei, glaube ich. Ein Fundstück. Da läuft er her. Blöde Blingen immer, ne? Von der. Das ist von der Klasse. Wenn ich eine Pistole ausgerüstet habe, dann macht es Bling, wenn ich entdeckt werde. Aber. Ja, das irritiert mehr, als dass es nützt. Und aufheben. Dann legen wir den da rein in den Serverraum und dann ist gut. Gibt es noch ein bisschen Munition. Ein Ablenkungsköder, auch gut. Pff, toll. Naja. Wird schon keiner sehen. So, das war das. Da gibt es noch irgendwo eine Kiste. Wo war die denn? Ach ja, hier. Der Credits. Aber hier hat mich jemand angeblinkt. Nahkampf. Kuckucks. Und schon ist die Klassenfähigkeit, aka Zonasicht, wieder aufgeladen. 1000 Scale Credits. Gut, dann reiß ich mal schnell dahin. Da müssen wir nämlich jetzt hin und dann sehen wir uns gleich. Wir sind hier schon im Anflug. Ich werde mal oben drüber landen. Natürlich.
natürlich ziemlich nah am Boden. Was hat ein Halo so an sich? Wobei es kein richtiger Halo war, es war nämlich kein Absprung aus großer Höhe. So, dann schauen wir uns hier mal um. So, was haben wir hier? Befehlshaber in diesem Gebäude kennen einen anderen Eingang. Wir haben hier einen Mörser und einen normalen Geschützturm. Ist doch einer, oder? Ja. So, der Befehlshaber ist unten, oben marschieren zwei andere. Komm, dann nutzen wir mal unsere Synchros-Drohnen. Das Gute ist, wenn ich dem Kommandanten dann einen Headshot gebe, dann ist er tot. Aber wenn die das machen, dann ist er noch verhörbereit. Wer war das? Juri, Vasili, Fixit, wer war das? Ihr solltet den erschießen und nicht zur Explosion bringen. Ach, verdammt. Einmal mit Profis arbeiten. So, vielleicht komme ich heran, ohne dass der Geschützturm mich entdeckt. So, und jetzt deaktivieren. Nice! Gut, der Mörser, der juckt mich nicht, weil wir sind dann nachher eh im Gebäude drin. So, hallo, Kommandant. Wie kommen wir denn in dieses Gebäude rein? Hör zu, du sagst mir jetzt besser, wie ich ins Kommunikationszentrum komme. Hast du mich verstanden? Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß, ehrlich. Okay. Ein Eingang westlich der Station ist per Boot zugänglich. Westlich der Station per Boot. Hier wahrscheinlich, ne? Sieht sehr nach Höhle aus hier. Und da ist ein Boot mitten im Land, also muss das unterirdisch sein. Da, wo haben wir denn Boot? Da haben wir ein Boot. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht, oder wie? Ah, hier. Ja, Leute, sammeln. Bitte. Hallo, wer sind Sie? Ich will mal noch mal diesen Takedown machen. Ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen. Hallo? Was? Hallo? Irgendwie ging's nicht. Es gibt so einen geilen Takedown im Liegen, wenn der nicht rausgepatcht wurde. Und ich wüsste nicht, warum der rausgepatcht werden sollte. Ah, der sieht so cool aus. Hätte ich gern noch mal gesehen. Ich glaube, Fixit ist ein bisschen... Ich glaube, Fixit sitzt schon drin, aber er sitzt am Pier. Na gut, dann eben nicht. Wir sind immer noch in Alarmbereitschaft. Wie sieht es denn da drin aus? Ein Boot. Wie konnte der mich denn sehen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, Feuer frei. Wow. Aus dem Weg! Nicht durch die Front laufen, du Idiot! Au, 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 au! Prima! Clearen die jetzt den ganzen Compound hier, oder? Sieht irgendwie so aus, als würden die das Ding jetzt alleine machen. Gut. Also einerseits finde ich es cool, dass die jetzt hier alleine spielen, aber andererseits irgendwie auch doof. Müssen wir hier hin? Ja, hier müssen wir hin. Einmal hacken, bitte. Abgeschlossen. Und nochmal mit Frau Cromwell sprechen. Das ist überhaupt kein Problem, das machen wir, wenn wir hier jemals wieder rauskommen. Da ist die M82. Wie sind wir denn hier reingekommen? Um Gottes Willen, ich habe mich voll verfranst. So, irgendwo ging es doch runter. Ah, da. Gut, dann sehen wir uns gleich am Campus bei Frau Cromwell. Wir sind wieder am Campus angelangt und hier vorne wartet auch schon auf Dr. Cromwell auf uns. Nicht zu fassen. Sie haben es geschafft. Die Antenne auf dem Gipfel und die Kabel und einfach alles. Gute Arbeit. Ja, hab's hingekriegt. Oh, scheiße. Ich habe ein kleines, aber wichtiges Detail vergessen. Was denn? Den Download. Sobald er startet, dauert es nicht lang, bis Blake herausfindet, was hier los ist. Die Computeraktivität wird ihm genau zeigen, wo wir sind. Dann mache ich mich mal auf Besuch gefasst. Yep. Bereiten Sie sich gut vor. Kommen Sie zurück, wenn wir mit dem Download beginnen können. Gut, das ist ein kleines, unwichtiges Detail, was ihr da vergessen habt. Das ist ja... Na, der nächste Einsatz startet da vorne, aber nicht mehr für mich heute, denn es ist schon spät, 20 nach 12. Ich muss ins Bett.
Müssen wir auch früher aufstehen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.